In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie der Grabstein-Glitch funktioniert nach dem Season 2 Update. Und zwar vorab könnt ihr keine Sachen mehr mit rausnehmen und ins Lager tun, aber ihr könnt das so machen, dass ihr jede Runde einen Grabstein habt mit den Sachen, womit ihr die Runde spielen wollt. Als allererstes müsst ihr natürlich euren Rucksack mit Sachen füllen, die ihr in euren Grabstein tun wollt. Hierbei würde ich euch empfehlen, eine Grabsteindose mitzunehmen, weil das macht das auf jeden Fall wesentlich leichter, und packt einen großen Rucksack in euren Grabstein rein, damit ihr den direkt leer machen könnt. Als nächstes trinkt den Grabstein, also ihr müsst den ausgerüstet haben, und danach sucht euch einen Ort, wo ihr den legen wollt. Wenn ihr dann an diesem Ort seid, müsst ihr euch nur noch down gehen lassen, und falls ihr in einem Trupp seid, müsst ihr den Trupp vorher verlassen, sonst klappt das nicht. Wenn ihr dann down seid, dann müsst ihr auf Aufgeben drücken und danach erscheint die Anzeige für den Hilferuf. Diesen müsst ihr jetzt ignorieren, bis die Zeit abläuft. Ich mache das Ganze hier an diesem Portal, Leute, weil das ist ziemlich zentral und auf dieser Insel hat man seine Ruhe, dann kann man ganz in Ruhe den Grabstein leer machen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, hier sind meistens sehr viele andere Spieler in der Nähe. Aber dazu kommen wir gleich. Wenn der Timer dann abgelaufen ist, dann kriegt ihr die Anzeige mit eliminiert. Und wenn ihr das dann habt, dann heißt das, in der nächsten Runde habt ihr euren Grabstein. Ihr müsst aber auch warten, bis die ganze Anzeige weg ist. Also hiernach könnt ihr einmal auf Überspringen klicken und dann kommt die ganze EP-Anzeige, die ihr in der Runde gesammelt habt. Ihr wartet, bis das Ganze hier abläuft, dann steht oben rechts Spiel verlassen, da klickt ihr drauf und jetzt habt ihr hundertprozentig in der nächsten Runde euren Grabstein. Wenn ihr dann wieder zurück in der Lobby seid, dann seht ihr, dass ihr hier nichts mehr ausgerüstet habt und alles weg ist, aber ihr habt die Sachen hier in euren Grabstein. Danach geht wieder zurück ins Spiel, ihr werdet sehen, euer Grabstein ist da, diesen müsst ihr jetzt lernen und hier kommt der große Rucksack ins Spiel, Leute, ihr könnt hier alles komplett lernen. Danach holt euch wieder einen großen Rucksack, also einen weiteren, den ihr dann im Rucksack drin habt. Als nächstes müsst ihr das Grabstein-Perk trinken, entweder benutzt ihr die Dose, die ihr dabei hattet, oder ihr kauft euch für 2000 Punkte eine am Automat. Dann geht wieder zurück zu dem Ort, wo ihr euren Grabstein platziert hattet. Bei mir war es ja hier an der Insel, am Akt 4 Portal, und ich zeige euch jetzt auch die Vorteile von diesem Ort. Denn um weiter spielen zu können, müsst ihr euch erstmal wieder down gehen lassen, dann müsst ihr komplett aufgeben, und hier drückt ihr den Hilferuf. Und der größte Vorteil an diesem Ort ist, hier sind immer viele Leute in der Nähe, weil das halt zentral ist und andere Leute haben hier den Grabstein. Also habt ihr hier meistens jemanden, der euch wiederbelebt. Ansonsten könnt ihr auch mit einem Kumpel reingehen und der kann euch dann wiederbeleben. Was wir hier genau gemacht haben ist, wir haben den Grabstein-Glitch wieder gemacht. Also wir haben einen neuen Grabstein gesetzt mit all den Sachen, die wir vorher aus dem alten Grabstein rausgenommen haben. Wenn dann jemand kommt und euch hochholt, könnt ihr jetzt alle Sachen, die ihr in euren Rucksack habt, für diese Runde benutzen. Denn ihr habt die Sachen jetzt wieder in euren Grabstein und habt ihr dann in der nächsten Runde auch. Hier könnt ihr jetzt ganz normal weiterspielen, solange ihr Lust habt. Und wenn ihr nicht mehr wollt, dann müsst ihr das Ganze wiederholen wie am Anfang. Also ihr müsst euch downen lassen. Wenn ihr dann auf dem Boden liegt, müsst ihr ausbluten oder ihr könnt auch auf Aufgeben drücken. Und die Anzeige für den Hilferuf ignoriert ihr diesmal. Dann kommt wieder eliminiert. Und dann müsst ihr wieder warten, bis da unten steht Überspringen. Klickt ihr auf Überspringen. Und jetzt müsst ihr die ganze EP-Anzeige abwarten, bis oben steht Spiel verlassen. Dann drückt ihr auf Spiel verlassen, Leute, und dann werdet ihr sehen, dass euer Operator wieder leer ist. Halt jedes Mal, wenn ihr das macht, Leute, verliert ihr alles, was euer Operator ausgerüstet habt. Und falls ihr mit einer Waffe ins Spiel gehen solltet, diesen versicherten Platz verliert ihr dann auch. Aber wenn ihr eine neue Runde sucht, dann wird euer Grabstein wieder an diesem Ort sein. Ihr könnt halt nichts mehr ins Lager tun und keine Sachen mehr duplizieren, aber dafür habt ihr in jeder Runde einen Grabstein mit all den Items, die ihr für diese Runde braucht. Falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr mir die gerne in den Kommentaren stellen. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen und einen Kommentar. Und wenn du in Zukunft nichts mehr verpassen willst, dann kannst du jetzt auch ein kostenloses Abo da lassen und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.